jetzt schauen wir doch mal, was es mit diesem riesigen Wolf da auf sich hatte. Okay, riesig ist übertrieben. Oh, das sind gleich mehrere davon. Oh, schauen wir doch mal, ob wir einen davon rausbekommen. Ah, bisher scheint es so zu sein, dass er alleine kommt. Und das auch ziemlich gemächlich. Na, bist du lahm? Sieht eigentlich ganz fit aus. Na gut, dann... Oh, oh, oh. Der scheint gut was auszuhalten. Nee, 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 weg, 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 weg. Oh, weia. Garstiges Biest. Weg. Fliegen wir mal hoch zu den Scavenger. Vielleicht können wir ihn dadurch ablenken. Oh, 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 oh. Nicht in die Hacken beißen. Nicht in die Hacken beißen. Beiß die da. Und ist er weg? Jetzt haben wir aber die ganzen Scavenger auf uns. Na gut, Scavenger sind nicht das Problem. Die machen wir mal kurz weg. Und wo ist das Biest? Ah, das schleicht ganz gemächlich wieder zurück über die Brücke. Ja, gut. Haben wir gelernt, diese Wölfe nicht angreifen. Jedenfalls nicht, bevor wir eine wesentlich bessere Waffe haben und eventuell sogar eine bessere Rüstung. Was ganz schön albern ist, denn wir haben jetzt eigentlich schon relativ gute. Aber naja. So, die beiden Scavenger nehmen wir auch noch mit. Und dann müssen wir schauen, wo wir noch weiter gucken können. Auf der Seite vom Wald waren wir ja auch noch nicht, oder? Wo genau sind wir jetzt eigentlich? Gucken wir mal kurz auf die Karte. Wir sind Richtung, nicht Richtung Sumpflager, sondern dem Fluss in die andere Richtung folgend. Ja, dann müssten wir in dem Wald ja noch nicht gewesen sein. Ja, normale Wölfe sind schon mal ein gutes Zeichen. Blutfliegen, ja, hier waren wir definitiv noch nicht. Sind das auch alles normale Wölfe? Nicht, dass so ein großer sich dazwischen versteckt, das könnten wir gar nicht gebrauchen. Oh, und da hinten sind die Ruinen, die wir schon mal gesehen hatten, oder? Sind das welche andere? Egal, nicht ablenken lassen, erstmal das ganze Kleinvieh töten. Wir müssen nur echt ein Auge darauf behalten, was für Wölfe wir jetzt angreifen und ob hier noch so ein großes gehörntes Vieh irgendwo rumsteht. Denn die Dinger haben wir auch schon in zwei Wäldern gesehen. Schön, schön. Stufe aufgestiegen. Jede Menge Fälle. Auch wenn wir jetzt ja nicht so die Erzprobleme haben. Aber wer weiß, wie teuer die nächste Rüstung ist. Beziehungsweise die nächste Waffe. Denn die Waffe wäre eigentlich das nächste, was wir uns holen sollten. Rüstung haben wir jetzt, seitdem wir die Axt haben, schon zweimal verbessert. Also einmal halt die leichte Banditenrüstung. Und jetzt die schwere. Da wird's echt Zeit. So, alles mit. Und, oh, das ist alte Lager. Na gut. Komisch, dass wir hier nicht früher aufgeräumt haben. Ich meine, das ist ja eigentlich nur Kleinkram. Das hätten wir schon vor einer ganzen Weile machen können. Aber wir waren ja auch so ziemlich beschäftigt mit unseren ganzen Aufgaben. Also die ganzen Kleinkram-Aufgaben hier im alten Lager, wo wir nie irgendwas bekommen haben. Und danach halt die Wahl zwischen den Lagern. Das hat sich ja auch eine ganze Ecke gezogen. Da wir erstmal beide Lager ja besuchen müssten, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie es da genau abläuft. Und dann da die Aufgaben erfüllen, um einigermaßen guten Stand zu haben. Ja, das ist verständlich, wenn wir ein, zwei Ecken hier übersehen haben. Zumal es meist auch recht gefährlich war. Also noch mit der Butlerhose, da hatten wir teilweise Probleme, uns mit mehreren Scavengern gleichzeitig noch anzulegen. So, keine großen Wölfe in der Nähe. Ja, gut, rauf da. So, das heißt, hier wäre jetzt der... Jetzt sind wir schon wieder in einer anderen Ecke. Da ist wieder die Ruine. Da unten sind aber noch Echsen.
Na gut, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Na, komm schon. Ein, zwei gute Treffer und du liegst am Boden. Wenn dann da ein, zwei gute Treffer mal kommen würden. Ja, diese Lurker sind manchmal richtig zäh, wenn sie wollen. Aber da können die Echsen auf keinen Fall mithalten. Also die Dinger da. Oh, stimmt. Hier waren wir ganz am Anfang mal gewesen. Da hatten wir alle Scavenger um das alte Lager herum abgegrast, um halt Fleisch zusammenzubekommen. Und dann haben wir den einen Scavenger hier ausgelassen, weil uns die Echsen zu bedrohlich vorkamen. Ja, ist auch schon eine halbe Ewigkeit her. So. Du hast lange genug Stromfrist gehabt. Auf der anderen Seite des Flusses waren auch noch welche davon. Die schnappen wir uns dann auch gleich. Und dann gucken wir mal hoch in Richtung der Ruinen, was da so ist. Auch wenn Ruinen immer so ein bisschen was Bedrohliches haben, müssen wir halt gucken, was da so kreucht und fleucht. Also wovon wir uns jeden Fall uns in Acht nehmen sollten, sind die großen Wölfe. Das haben wir jetzt ja ausprobiert. Und wenn uns so große Wölfe in Anführungszeichen schon ganz einfach umbringen können, dann werden diese großen haarigen Dinger, die ja noch um einiges größer sind als die großen Wölfe, uns noch einfacher umbringen können. Und wo wir uns jetzt noch nicht so sicher sind, sind die Snapper. Da müssen wir dann schauen. Also alleine, ja, aber... Oh, wo kommt ihr denn her? Also alleine, ja, müssten die Snapper machbar sein, aber die sind ja meistens in so einem Rudel. Aber das werden wir dann sehen. Mit etwas Glück sind die Ruinen ja auch leer. Also was Monster angeht, so wie der eine Turm, den wir gefunden haben. Wo das letzte Erz drin war für unsere Rüstung. Da war ja auch nichts drumherum. Einfach so eine kleine Ruine mit einer Kiste drin, vollgestopft mit Sachen, die man gebrauchen konnte. Ja, deinen Freund wollen wir nicht haben. Denn wenn ihr wollt, könnt ihr auch ganz schön garstig zuschnappen. Tilgen wir kurz ein bisschen Fleisch. Oh, das geht ja auch langsam runter. Wir sind schon bei 25 gleich. Das nächste Mal im Lager sollten wir auch unsere 60, oder wie viel wir da haben? Ne, 82 Haxen. Die sollten wir irgendwann mal braten. Auch wenn das echt komisch aussieht, wenn man sich an eine Pfanne hockt und 82 Stück Fleisch zubereitet. Wie kommen wir da hoch? Nur da vorne. Schauen wir doch mal, dass uns da nichts auflauert. Ne, so weit sind hier keine Monster. Da ist schon mal eine Brücke, über die wir fliehen können. Oh, Snapper. Und wo kommt ihr denn her? Na gut, ihr seid nicht so schwer, ihr könnt auch sterben. Aber den Snapper müssen wir echt gucken. Weil zwei Stück davon auf einmal, wenn es dann wirklich nur zwei sind, das könnte übel enden. Nee. Der Hund hat uns jetzt zu sehr traumatisiert, wir wollen kein Risiko eingehen. Da sind Blutfliegen doch eher das Richtige. Na, ja, da sind auch welche von denen. Gehen wir mal über die Brücke rüber. Dann können wir auch gucken, ob da noch was ist in dem Wäldchen. Solange die Snapper uns nicht anspringen. Also ja, die Ruine müssen wir uns für später merken. Da ist das Meer. Das heißt, theoretisch müsste das Schild hier auch irgendwo anfangen, ne? Wir haben hier leider keine große Karte, also können wir das nicht überprüfen. Oh, da ist noch ein Turm. Ganz vorsichtig. Da sind ein paar Scavenger, die tun nichts. Sonst keine Monster.
Na, vielleicht sind drinnen welche. Da müssen wir mal gucken. Soweit sieht er ja ein bisschen aus wie der andere Turm, den wir gefunden haben. Nichts, das uns anfällt, das ist schon mal gut. Schauen wir erstmal nach oben, denn unten sieht unheimlich aus. Soweit nichts. Und oben werden wir wahrscheinlich noch eine gute Aussicht haben. Ja, keine Kiste oder dergleichen. Aber vielleicht sehen wir von hier oben ja irgendwas, was wir sonst nicht sehen könnten. Da ist die Ruine. Scheint auch recht groß zu sein. Da oben geht's weiter. Die Sonne blendet zu sehr. Aber ja, da oben auf dem einen Balken ist noch so ein Torbogen. Und dahinter könnte sie diesen Hang noch hochgehen. Aber da wir da eh noch nicht hin können, ist das irrelevant. Da unten sind irgendwo die Snapper. Hier haben wir noch einen Strand, den wir mal nachgucken könnten, ob da unten noch irgendwas ist. Ja, da scheint ein angeschwemmtes Boot zu sein. Da schauen wir auf jeden Fall gleich nochmal hin. Und dann den ganzen Wald können wir auch noch durchstöbern. Schön, schön. Dann gehen wir mal runter und gucken uns den Keller an. Und noch eine Etage tiefer. Aber da speichern wir erstmal ab. LP 22.